Hallo, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV zu später Stunde. Mein Name ist Maverick Berlin zu einer kurzen Analyse, ne? Der Champions League Partien von Dienstag und Mittwoch. Und ja, zuallererst 11 Tendenzen richtig, ne? Also ist schon ziemlich stabil, ne? Bedenkt man 16 Partien, 11 Spiele tendenziell richtig vorprognostiziert, ne? War schon eine der besseren Prognosen auf Maverick TV, ohne mir Honig ums Maul zu schmieren. Ne? Dann Barcelona. Ja, braucht man das Fass ja gar nicht aufmachen, denn es war ja schon vor dem Spiel klar, dass Barcelona in die Europa League geht. So gesehen geht es ja gar nicht so sehr darum, Barcelona ist ausgeschieden. Das wussten wir schon vorher, dass Barcelona ausgeschieden ist. Ne? Aber was sie heute abgeliefert haben, da geht es auch gar nicht um enttäuschend, ja, unzumutbar. Ja. Das sind Profis und selbst wenn man aus der Champions League ausscheidet und vor allem Lewandowski hatte das Spiel gegen seinen Ex-Verein jetzt, ja, ob Bayern da durch sind oder nicht, spielt gar keine Rolle. Und ob Barcelona, die schon genau wusste, dass sie die Champions League verlassen werden, da ja Inter gegen Pilsen um 18:45 schon gespielt haben und es schon offiziell klar war, ja, geht es aber um den Fußball an sich. Du musst so ein Spiel in einem Champions League Wettbewerb, in einem Champions League Wettbewerb sowas von ernst nehmen und hier vor den heimischen Zuschauern, wo du ja schon Kacke genug gebaut hast, dich nochmal gerade machen. Und ein Busquets, also ich frage mich wirklich an alle Busquets-Fans, ja, wie er es geschafft hat, so weit zu kommen, bleibt für mich ein Rätsel. Das ist für mich nicht mal Bezirksliga-Niveau, das ist für mich Kreisliga A. Kreisliga A-Spieler, ja. Der ist so steif, als hätte man ihm drei Besen reingeschoben. Ja, gerade, der kann gar nichts. Das Einzige, was dieser Mann kann, ist Bälle, 2-3 Meter Pässe hin und her spielen. Sonst kann dieser Typ gar nichts. Wie der auf weit über 100 Länderspiele für Spanien kommt. Wie der auf weit über 100 Champions League Partien kommt für Barcelona und fast 500 La Liga Spiele. Da sieht man, dass manchmal halt die verkehrten Leute am Ruder sitzen. Das ist unerklärbar, wie schlecht dieser Mann als Fußballer ist. Ja, vielleicht hat er andere Qualitäten, aber Fußball spielen, das gehört nicht zu seinen Stärken, Freunde. Ja, wie die sich da einfach hängen gelassen haben und das war das schlechteste Champions League-Spiel von beiden Mannschaften, was ich jemals gesehen habe. Also überhaupt Champions League Spiel an sich, das schlechteste, was ich überhaupt gesehen habe. Und selbst von den beiden, die mussten ja gar nichts machen. Da hätte heute, gegen dieses Barcelona hätte ja jeder heute gewonnen. Da braucht man auch gar nicht als Witz nehmen jetzt, dass heute Bochum Barcelona besiegen würde. Würden die genauso spielen wie gegen Bayern, würde Bochum das Spiel gewinnen. Da wären die motivierter. Auch wenn sie nur ein einziges Champions League zur Verfügung hätten, ohne Möglichkeit weiterzukommen, hätte Bochum Barcelona besiegt. Aber sei mal dahingestellt, also grottenschlecht, was da für Fehler passiert sind. Und ach, lassen wir das Spiel einfach. Ja? Und ja, jetzt braucht man, wie gesagt, nicht Fass aufmachen, die sind ausgeschieden. Ausgeschieden sind die schon vor 2 Wochen, ja? Und nicht heute. Ja? Sehr, sehr enttäuschend. Und der FC Barcelona wird auch nicht die Europa League gewinnen. Ja? So stark ich sie supportet habe, mit dem Feuer drin war, ja? Mit meinem Landsmann, Lewandowski kann man die wenigste Schuld geben. Der gibt die ganze Zeit alles. Alleine die Statistiken sprechen für ihn und der kann das alleine nicht verändern. Xavi ist der schlechteste Trainer in der Barcelona-Geschichte. Ja? Ist einfach der schlechteste Trainer der Barcelona-Geschichte. Den muss man ganz, ganz schnell entlassen, ja, wenn man Besserung will. Ja. Und alles andere stand fest. Und ja,
Europa League werden sie nicht gewinnen. Da sind Mannschaften, die schon lange zusammen spielen, die Qualitäten haben, die auch Qualitäten haben. Da ist ein frisches Arsenal. Da hast du Villarreal. Da hast du jetzt noch Atletico Madrid. Da hast du viele, 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 viele gute Teams. Ne? Und Viertelfinale, Halbfinale kommen da Kracher. Selbst schon im Viertelfinale, wenn nicht Achtelfinale, in zwei Spielen wird Barcelona Probleme bekommen. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich die kleinste Quote haben beim Buchmacher. Kann man sofort höher schalten. Ja? Aber dazu kommen wir zu sprechen, wenn wir dann in der K.O.-Phase sind. Und dann die letzte Info: Atletico Madrid. Atletico Madrid, ich habe es jetzt gerade in den Highlights gesehen. Ja. Atletico Madrid, muss man sagen, eins. Die haben ja heute einen Sieg gebracht. Prognose war von mir aus klarer Sieg, ne, dass sie da auch noch die Chance haben, weiterzukommen. Gegen Leverkusen, die ja nicht so top drauf sind. Ne. Ich habe ein bisschen vergessen, dass ein Spanier jetzt die Leverkusener trainiert und dass das wahrscheinlich auch ein bisschen vielleicht auch ausschlaggebend sein könnte, weil der sich da ja in der spanischen Liga schon wahrscheinlich besser auskennt als andere Trainer. Aber sei mal dahingestellt, ne? Das Ding ist, es wird ja so lange in Madrid bei Atletico gespielt, bis sie das Spiel gewinnen. Ne? Gab es ja nicht nur ein oder zwei Fälle, ne? Und das ist dann nicht 90 plus 4 oder 90 plus 5, das ist ja meistens bei denen so 90 plus 8, 90 plus 9 oder 90 plus 11. Ne? Und der Fußballgott, der lässt ja vieles zu, aber der ist gerecht. Und man muss sagen, der hat den drei Stiche jetzt verpasst. Schmerzhafte Stiche, das war köstlich. Das war köstlich. Die bekommen 90 plus 8 Elfmeter und dann Elfmeter wird gehalten, Nachschuss mit Kopf gegen die Latte und Schuss auf der Linie da oder kurz vor der Linie richtig weggekratzt. Und gehalten oben weg. Also traumhafte Abwehraktion, drei Abwehraktionen der Leverkusener. Muss man sagen, Hut ab, Grüße gehen raus an Leverkusen. Da muss ich sagen, da habt ihr bei mir wieder einen Bonuspunkt. Also 1-1-A. Ja, Freunde, das war die kurze Analyse zu dem, was passiert ist. Ja, außer dieses enttäuschende Spiel, was ich mir jetzt 90 Minuten gegeben habe, war es eigentlich ein frischer Spieltag. Und ja, jetzt steht noch der sechste vor uns. Und dann kommt die WM und im neuen Jahr dann die K.O.-Phase. Ne? Also die Gruppenphase neigt sich dem Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil mein Sohn schläft schon. Ne? Er ist übrigens nach der Champions League aufgestanden, ne? Und sagt so verschlafen: Papa, ich ziehe Schuhe an und wir gehen Fußball spielen. Ich glaub, wirklich, ne, das, was da heute passiert ist, er wollte das sofort gerade rücken, hier selber auf Bolzplatz, ja, um 23 Uhr. Ne? Dann habe ich ihn wieder schlafen gelegt. Ich sage: Süß, also Fußball morgen, dann alle schlafen schon, ist schon so. Alles dunkel, wir sehen Bayern nicht und so. Ne? Und er wollte unbedingt raus Fußball spielen, nach Champions League. Ja? Einfach, was er geträumt hat. Ne? Sehr, sehr süß, ja. Also, Dankeschön fürs Zuschauen, meine Maverick Army. Ich feiere euch. Vielen Dank für die schönen Nachrichten. Ne? Und wie immer geht's weiter. Peace out und ratatatata macht die Gelsi-Maschine. Yeah.